Moin ihr Keks und herzlich willkommen zurück bei Chris-tainment. Heute habe ich ein altes Item für euch, aber ein neues Video. Was ist jetzt kaputt? Ihr habt übrigens gepennt. Gestern Mittwoch gab es kein Video und keiner hat es gemerkt. Doch, ich glaube, einer hat es gemerkt. Der Mike hat es gemerkt, sonst hat keiner gemerkt. Schade, macht aber nichts. Dafür heute ein Unboxing-Video von einer alten Box, die ich persönlich sehr geil finde. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, vielleicht kennt der eine oder andere es noch nicht. Die Box, mache ich sie trotzdem mal. Die Loot Crate für euch. Oder eine Loot Crate. Ich musste die einfach haben. Es hat mir jemand die angeboten und gesagt, hey, ich habe zwei bestellt. Aus Versehen. Willst du eine? Ja, auf jeden Fall. Die nehme ich auf jeden Fall. Ich laber nicht groß rum. Einfach mal auf jedem auf. Ja, falsch rum. Ach ja, das ist toll. Ich muss dazu sagen, in der Loot Crate ist natürlich auch ein T-Shirt dabei. Die Person, die mir die Crate verkauft hat, hat leider eine andere Größe als ich. Also wird mir das T-Shirt nicht passen. Aber ich hab ja mal ein Nachthemd dann. Nachtshirt. Ja, es ist schon zu cool. Ihr wisst ja mittlerweile, Pops sind ja sehr cool. Und ich habe auch schon ein paar, ich habe gerade mal wieder welche verkauft, damit es ein bisschen reduziert wird. Hier ist ein richtig cooler Pop drin. Also Funko Pop, der ist limitiert, den ihr auch nur in dieser Loot Crate bekommt. Oder mittlerweile auch auf Facebook und eBay ab 30 Euro aufwärts. Dr. Emmett Brown aus dem Zurück in Zukunftsfilm, dem ersten Teil. Ihr seht auch hier schön direkt, hat er die beiden Kabel in der Hand, wo er den Stromfluss, den Blitz quasi weiterleiten will, damit Marty zurück in Zukunft kommt. Eine sehr geile Figur, finde ich sehr schön. Zurück in Zukunft geht sowieso immer, finde ich sehr cool. Wie gesagt, kriegt ihr nur in dieser Box. Zweitens das T-Shirt. Das Shirt finde ich auch sehr cool. Allerdings muss ich gucken, ob mir das passt. Es ist, glaube ich, was hat er gesagt? XL? Ja, XL. Und es ist natürlich mit, was heißt natürlich? Es ist Bill und Ted Excellent Adventure. Das sieht aber echt klein aus für XL. Also breit schon, aber lang nicht so wirklich. Wer Bill und Ted kennt oder nicht kennt, jetzt wollte ich gerade sagen Excellent Party Time, aber das ist ja Wayne's World. Voll Granate, Hoshi! Und sowas, das ist so der Spruch von denen. Granatenstark und volle Granate. Dann haben wir ein Pin. Das ist wohl in jeder Loot Crate mit drin. Dieses Mal ist es ein Pin Loot Crate Oktober 2015. Oh, Oktober sogar. Mit dem Fluxkompensator drauf. Sehr cool, weil es war ja, Oktober war ja, ihr wisst ja, Back in die Zukunft, zurück in die Zukunft Monat. 21.10.2015 kam der Marty zurück in die Zukunft. Ich hab ihn nicht gesehen. Das ist nicht so geil. Ja, das ist jetzt ein Item, was ich jetzt nicht so toll finde, aber es ist da drin. Leute der Doctor Who Serie haben dann hier auch was dabei. Es ist ein Göffel. Ein Doctor Who Göffel. Also eine Gabel als Löffel. Oder ein Löffel mit Gabel. Mit dem ja, Design des Sonic Screwers. Also des Schraubendrehers vom Doktor. Bing. Also könnt ihr halt, ne, ihr wisst schon, essen. Oder euch das ins Regal stellen. Es sieht hochwertig aus. Ist er aber nicht. Also klar, das vordere Teil ist Metall, logisch, aber das hier ist so richtig, ich sag jetzt mal, nicht schönes Plastik. Es sieht so richtig billig aus. Aber für Fans der Serie, warum nicht, kann man mal benutzen. Ich werde es nicht benutzen. Nachher mache ich noch irgendwas mit der Zeit und so, das wäre ja ganz schlecht. So, auch exklusiv logischerweise. Dann fangen wir weiter an mit dem, dass das Heft, was dazu kommt von der Loot Crate. Was ich bei Loot Crate sehr geil finde, was ich nicht wusste, ist, dass jede Loot Crate quasi innen drin nochmal bedruckt ist. Zeige ich euch gleich. Das hat auch damit zu tun. Und das geilste Item, das Hoverboard. 1:5 Replika. Ich hoffe, es passt zu dem Marty McFly, den ich habe, also den wir haben, in der 1:6 Maßstab. Ja, hier ist auch eine schöne Karte von wegen This document still files this 1:5 scale replica of Back to the Future 2. Hoverboard was created by Quantum Mechanics Incorporated under license from Universal Pictures exclusive for Loot Crate. Also, das Teil bekommt ihr nur in dieser Loot Crate. Und ich denke mal, es passt zu Marty. Es sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Es ist hat so eine Basis oder eine Base in Spiegel-Look dabei, aus Kunststoff, so. Aber ihr könnt es, glaube ich, nicht. Doch, ihr könnt es abnehmen. Ja. Finde ich schon mal sehr geil. Das ist echt extrem cool. Und jetzt will ich auch mal gucken, ob das zu dem Marty McFly passt. Das sind auch die Hauptgründe, warum ich diese Box unbedingt haben wollte. Wegen dem Hoverboard und dem Funko. Und der Shirt.
Jetzt kommen wir mal zur Box. Wenn ihr die Box etwas zurechtknickt, habt ihr eine Bühne. Hier zum Beispiel ist es jetzt die Bühne aus dem exzellenten Adventure von Bill & Ted. Ihr seht auch Bill & Ted in der Mitte, etwas natürlich stilisiert. Ted ist dort, Bill ist dort, hoffe ich doch mal. Bill & Ted, ja, kommt hin. Das ist übrigens Keanu Reeves. Viele wissen das gar nicht, das ist einer der frühen Filme von Keanu Reeves. Gibt es übrigens zwei Teile von. Dann haben wir Abraham Lincoln, Aristoteles, oder nee, Sokrates, nicht Aristoteles, Sokrates, Jeanne d'Arc, Dr. Freud, Billy the Kid, ja, und so weiter. Dann Rufus. Rufus, der Typ aus der Zukunft, der das Gitarrenspielen den nachempfunden hat, den beiden. Ja, und wenn ihr jetzt Bock habt, könnt ihr euch hier auf der Bühne irgendwas aufbauen. Hier zum Beispiel, oder könnt ihr mit Fingerpuppen spielen. Auf jeden Fall ist das bei Loot Crate immer so, dass die Innenseite der Box bedruckt ist mit irgendwelchen nützlichen Sachen. Diese Idee können sich auch mal die deutschen Boxen vielleicht annehmen, und zwar Loot Raider und Loot Chest. Finde ich eine richtig coole Idee. Wenn man Platz hat, den ich jetzt nicht mehr so habe. Mal gucken, vielleicht kann ich die Bühne aufbauen, so ein paar Figürchen reinstellen. Schauen wir mal. Jetzt zum Heft. Also das, ihr werdet schon sehen, das Thema heute oder das Thema in der Box war Time Travel, also Zeitreisen. Im Heft habt ihr halt ein bisschen Beschreibung, Bill und Ted. Das ist natürlich auch geil. Habt ihr so ein Foto von Bill und Ted? Und da stehen so richtig geile Infos drin. Da gibt es auch in Deutschland so komische Bücher drüber. Ein Pfeil zu den Schuhen, schwarze Schuhe. Oder Floppy Hair, Curly Blonde Hair, White Sneakers und Hosen. Ja, also Leute, die richtig mal Fakten haben wollten, die sollen sich dieses Ding auf jeden Fall zulegen. Jetzt gibt es hier Marty McFly, das gleiche nochmal, und natürlich Kostümtipps, wie dann als Marty McFly hier gegenläuft. Dann Werbung, Greatness, bla bla bla. Und in der Mitte, das finde ich auch sehr cool, kann man sich das hinhängen, ein Poster, Out of Time. Wenn ihr mich jetzt fragt, wieso Out of Time, das beantworte ich jetzt nicht, da weigere ich mich. Wenn ihr das nicht wisst, lest einfach mal nach. Auf der Rückseite habt ihr noch ein kleines Spiel. Wenn ihr Doctor Who-Fans seid, könnt ihr da quasi rausfinden, welcher Doktor zu euch am besten passt, indem ihr dann die Frage mit Ja oder Nein beantwortet und je nachdem den Pfeilen nachlauft, und dann wird euch der Doktor präsentiert, der am besten zu euch passt. Ich werde mir lieber dorthin hängen. Ja, das ist die Loot Crate. Ich muss sagen, ich wusste natürlich, was drin war, weil ich das schon gesehen hatte, und finde die richtig cool. Abgesehen jetzt mal von dem Göffel, mit dem ich nichts anfangen kann, aber die Box finde ich klasse. Ich habe jetzt bezahlt mit Versand 33 Euro. Finde ich gerechtfertigt. Alleine wenn ihr jetzt bedenkt, dass das Ding für 30 Euro mittlerweile rausgeht, habt ihr die Box mehr als drin, wenn ihr die anderen Sachen verkaufen wollen würdet. Finde ich super Box. Wie ist eure Beurteilung der Box? Knallt mal in die Kommentare, ob ihr sagt, hast recht oder nein. Und warum nicht? Oder warum ja? Warum habe ich recht? Ich freue mich drüber, wenn ihr mir auch ein Däumchen da lasst. Wer ein Träumchen wird mir weiterhelfen. Und ich freue mich so mal dermaßen drüber. Ein Abo, wenn ihr nicht habt, wäre natürlich auch geil. Ich mache ja nicht nur Unboxings. Wenn ihr in meinen Kanal reinschaut, ich mache alles. Comedy-Unboxing nenne ich das ja. Humoristisches Unboxing, wir machen. Ich bin noch alleine hier. Warum sage ich immer wir? Das ist so drin. Eure Hoheit sagt halt wir. Nein, ich mache natürlich auch mit anderen Leuten zusammen ein paar Videos. Findet ihr auch auf meinem Kanal. Reviews und vor Ort Reportagen in Anführungsstrichen. Schaut einfach mal durch, sind bestimmt ein paar witzige Sachen dabei. Würde mich über ein Abo freuen. Wenn ihr Bock habt, lasst wie gesagt was in den Kommentaren da. Wir sehen uns dann am Freitag mit einer Funko Pop Review wieder. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüssikowski, ihr Kekse, und stay nerdy.